Hallo Mitmenschen und willkommen zurück zu Mega Man ZX. In der letzten Folge sind wir mal eben in einen Vulkan gehopst und haben unser Modell F vervollständigt und können jetzt so ein komische Erdwelle-Lava-Ding erzeugen. Und wir haben eine deutlich größere Energiebalken inzwischen gekriegt, also Biometall-Energie. Und ja, die letzte Folge ist ein bisschen her, waren ein bisschen stressige Tage, aber jetzt geht's endlich weiter, denn demnächst ist Weihnachten und bis dahin sollte das Projekt dann doch mal zu Ende sein. So, und natürlich fehlt jetzt nur noch ein letztes Biometall, nämlich Modell P. Wie man sieht, da fehlt noch ein bisschen was. Und um das geht's heute, denn mein Lieblingsgebiet des Spiels erwartet uns heute. Bevor ich aber dorthin renne, und ja, ich bin wieder hier am Anfangsgebiet im Wald, denn wir müssen ja wieder in den Vergnügungspark zurückrennen, also hier ein ganzes Stück nach links hochklettern zu Gebiet H, erstes Gebiet schaffen und den Miniboss schlagen. Und dann sind wir am Eingang zum nächsten Gebiet für Modell P. Aber erstmal natürlich den Auftrag annehmen. Der lautet, das Labor beschützen. Unsere letzte Hauptmission von diesen 8 Typen. So, Beschreibung lesen. Wir haben im Gebiet L ein altes Labor entdeckt. Die Anlage ist so ähnlich aufgebaut wie die, in der der Commander Modell X entdeckt hat. Vielleicht finden sich hier Hinweise auf das Biometall. Der Gegner kommt schon in dieses Gebiet. Er darf auf keinen Fall an die Daten gelangen. Begib dich ins Gebiet L und hol die Daten, bevor es dem Gegner gelingt. Jo, machen wir. Mission beginnen. Und für alle, die wissen wollen, ob man eine Mission aktuell hat, das wird hier immer auf dem Kartenbildschirm angezeigt. Ich hatte nämlich zum Beispiel zwischendurch versucht, schon mal hier die Energie einzusammeln und dann gemerkt, dass ich die Mission gar nicht ausgewählt habe, bedeutet, ja. Man sollte immer aufpassen, ob man die Mission auch ausgewählt hat, bevor man irgendwas anfängt. Immer wichtig. Denn sonst muss man, wenn man die falsch ausgewählt hat, dann ist es noch schlimmer, weil dann kann man nicht mehr zurück. So, dann würde ich mal sagen, ich renne jetzt hier wieder zum Vergnügungspark und bis zum Eingang von Gebiet L. Bis gleich. So, damit wäre ich dann auch endlich hier angekommen und ich habe mal die Zwischenzeit genutzt, um mal die Energiereserven aufzufüllen und damit würde ich dann sagen, starten wir in das Gebiet des komischen Pandas. Und ich darf daran erinnern, was auch immer wir jetzt sehen, was auch immer in diesem mysteriösen Gebiet L sich befindet, steht alles direkt neben einem Vergnügungspark. Viel Spaß! Ja, Vergnügungspark. Naja, gut. Wend, der Gegner hat mit dem Angriff begonnen. Wenn wir uns nicht beeilen, sind alle Daten im Labor verloren. Der Raum mit den Daten ist sicher oben. Okay, wir müssen hoch. Hier hoch? Nö. Aber um sich hier schon mal einen kleinen Überblick in diese gigantische Halle zu verschaffen mit Modell L. Und wir sind auch in Gebiet L. Jo. Und um nochmal zu zeigen, wo ich hergerannt bin, ich bin hier in A2 gestartet vom Transserver durch Gebiet A1, A3 da hochgeklettert in Gebiet H1, habe hier in H2 den Zwischenboss besiegt und bin jetzt in L1 angekommen. Ja, das sind die Nachteile von einem komplett verbundenen Gebiet, wenn man zwischendurch keine Transporte hat. Uiuiui. Jo, trotzdem, auf geht's. Und ich finde, diese riesige Halle macht schon einiges her, aber das Gebiet wird noch deutlich interessanter. Und dafür mache ich es auch deutlich mehr als den Eingangsgebiet. Das hier relativ harmlos noch. Irgendwelche komischen Roboterdrachen, die hier komische Raketen abballern, kein Problem. Einfach hier mit seiner Riesenklinge hier Fässer zerstören. Ich wollte mal kurz gucken, ob hier oben irgendwas ist. Denn ich weiß, hier oben sind irgendwo manche Plattformen, die kann man mit Modell L besonders einfach sehen. So, und hier haben wir jetzt schon Beispiel einen Gegner, der glaube ich nur hier auftritt. Nämlich diese schwebenden Plattformen und der eine schießt solche Granaten ab. Mach's mal bitte. Ja, aua. Die können entweder horizontal, ouch, die blauen oder vertikal die roten explodieren. Und da muss man eben drauf aufpassen. Sind, glaube ich, auch, vertikal, nicht mit der normalen Angriffen zu zerstören. Falls überhaupt. So, und da kann man zum Beispiel, wie immer, auswählen, ouch, mit wem man vorgehen möchte. Zum Beispiel Modell 11. Die beide gleichzeitig abballern. Und mit Modell P kann man sich natürlich auch wieder festhalten. Auch sehr interessant, wenn man den oberen einfach stehen lässt und unten einfach mal so sagt, ach, da hänge ich mich einfach mal dran. Was ich noch nicht gezeigt habe, dadurch, dass ja Modell F jetzt vervollständigt ist und zwar wirklich komplett,
haben wir jetzt ein bisschen mehr Auswahl, was das Bearbeiten von dem Ding hier angeht. Bedeutet, es sind ja zweimal Level 4 Siege zusammen, also 8. Also habe ich 8 Blöcke zur Verfügung. Das kann man bis zum Ende hier lang führen, was natürlich nichts bringt, weil dann schießt man die ganze Zeit geradeaus, was man von hier aus auch gemacht hätte. Was man aber auch machen kann, sind jetzt solche komischen Kombinationen und was weiß ich hier so, blub, 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 da, warum auch nicht so, und ja, sowas kann man jetzt machen. Weil ich halt so viele Blöcke zur Verfügung habe. Warum auch nicht, und dann kann man hier munter ballern, wie man möchte. Wupp, wah, nee, ah, Mist. So kann man zum Beispiel auch Gegner erreichen, die etwas ungünstig stehen, aber im Notfall noch direkt nach oben schießen geht immer. So, solche Aktionen, die nach unten gehen, sind natürlich sehr gefährlich, weil man kann da ziemlich schnell in den Boden reinballern. Und rückwärts schießen macht meistens auch nicht viel Sinn, aber es ist möglich, ne? So, jetzt möchte ich mal ein bisschen weiter gucken, ob da oben noch was war. Scheint nicht ganz so. Es ist schon ein bisschen groß, also man sieht ja kaum irgendwas hier. Und nicht zu vergessen, wir haben mit Modell H immer noch unseren Tornado, mit dem wir einfach so ziemlich alles kaputt machen können. Whoa. Ich habe keine Ahnung, wie viele hier rauskommen, falls es überhaupt beschränkt ist. Kann sein, dass hier unendlich viele Drachen rauskommen. Naja, Drachen. Hm. Ah, da oben ist was. Das habe ich doch gesehen. Ja, ich weiß nicht, ob Motel P da gerade rankommt. Nein. Aber die Blöcke sind wieder da. Das ist gut. Dann komme ich von hier aus hier rauf. Und habe hier zum Beispiel eine Geheimdiskette gefunden. Mit Modell L kann man sich das Gebiet eben noch mal ein bisschen genauer anschauen. Hier oben ist jetzt nichts weiter zum Beispiel. Und das nicht allgemein nicht so schön ist, in den Abgrund zu springen, ohne zu sehen, was dort ist, gerne mal mit Modell H einfach mal runterschweben. Aber ansonsten ist hier noch nicht so viel los. Hat halt diese großen Container, mit denen man ein bisschen in die Deckenregion kommen kann. Diese hin und her fliegenden Duos und eben diese Drachendinger. Aber das war noch nicht alles. Denn es kommen noch mehr große Hallengebiete. Und ja, wir sind hier immer noch direkt neben einem Vergnügungspark. Nicht vergessen. Also das ist so ein bisschen die Frage, warum ist dieses Gebiet genau hier? Also wenn es sonst wo irgendwo aufgebaut wäre, von mir aus, aber ich verstehe nicht ganz wieso. Ach ja, und diese komischen Signaldinger manipulieren unsere Rüstung, denn wir sind ja jetzt quasi Cyborgs. Das heißt, wir können von elektrischen Signalen auch beeinflusst werden. Dieses hier sorgt zum Beispiel dafür, dass die Reihenfolge der... die Laufrichtung sich umdreht. Ich drücke jetzt zum Beispiel nach rechts. Oh, ich laufe nach links. Ich drücke nach links. Oh, ich laufe nach rechts. Ja, und nach einer Weile hört das wieder auf und dann dreht man aus Versehen natürlich genau in die falsche Richtung. Ich drücke die ganze Zeit nach links und jetzt, ja, hat es aufgehört. Jetzt rechne ich wieder in die falsche Richtung. Nein. So, und dann gibt es noch eine zweite Version, nämlich die roten Signale. Das zeige ich am besten mal mit Modell P. Denn Modell P kann ja während des Laufens schießen. Ich schieße die ganze Zeit. Und ich drücke, ich drücke, ich drücke, ich drücke, ich drücke, ich kann nicht mehr angreifen. Das ist nicht so gut. Und ja, kann nicht angreifen, 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 kann wieder angreifen. So, und wenn man jetzt denkt, total wertlos gegen die Dinger zu sein, nein, das stimmt nicht. Man kann die auch angreifen und somit kurz blockieren. Und wie lange sie blockiert sind, hängt davon ab, wie stark man angegriffen hat. Zum Beispiel so ein kleiner... Ja, macht fast gar nichts. Und größere Angriffe sorgen eben dafür, dass die Dinger längerzeitig mal blockiert sind. Dann kann man auch durch, wenn die halt ein bisschen mehr im Weg sind. Ja! Eigentlich hat es keinen Sinn, dass ich den zerstöre. Oder da ist wieder irgendwas. Ach, da ist wirklich was. Aha, wieder eine Geheimdiskette. Ist da hinten noch irgendwas? Ich schaue mal ein Modell hin. Da hinten unten, ich glaube, da bin ich wirklich so lang gekommen. Wow. Ich stehe hier gerade ein bisschen komisch. Na egal. Ups. Und haben wir die auch zerlegt. Springen wir hier oben lang und hier ist wieder was. Also diese Plattformen dienen wirklich oft dazu, hier irgendwo spezielle Passagen noch weiterzugehen. Ist aber nicht dazu gezwungen, man kann genauso gut unten lang einfach durchrennen. Ups. So, und entweder versucht man die Signaldinger zu zerstören, sagt sich, na gut, für ein paar Sekunden mal ohne angreifen, kann ich auch durchhalten. Oder man versucht drumherum zu laufen und schafft es nicht. Hey.
Und tatsächlich, man kommt hier mit den meisten Modellen gar nicht hoch auf so einer einfachen Stufe. Deswegen man wieder mit Modell P oder H halt hier hoch muss. Oder eben über Wandsprünge oder man nimmt halt den Weg, den man gerade hat. So, ich versuche jetzt aber nicht alles abzuklappen, das Gebiet hat noch einiges vor uns. So, wir sind hier immer noch neben einem Vergnügungspark. Ich habe keine Ahnung, wie das hier zustande gekommen ist. Das sieht hier schon ein bisschen apokalyptisch aus und ja, Pierre hat zwar gesagt, oder Perry, dass wir hier irgendwie nach oben sollen, aber ich weiß nicht, wie wir hier hingekommen sind. Nee, wirklich, ich weiß wirklich nicht, wo wir sind. Ich kann mir nicht vorstellen, was es ist, aber es sieht cool aus, das kann ich sagen. So, und jetzt kommen hier so einige Gegner von oben. Und ja, wir werden hier von fliegenden Soldaten und von herabstürzenden Raketen angegriffen. Und jetzt wird das Gebiet richtig cool. Und ich versuche mal hier die Arme mal wieder auf Standard zu schalten, damit ich auch wieder normal geradeaus schießen kann. Und ja, ist abgespeichert, was ich bearbeitet habe, aber ich kann es jederzeit hin und her schalten, ob ich die bearbeitete oder die Standardschüsse haben möchte. So, immer schön hier fleißig aufpassen, wo man lang möchte. Und hier kommen jetzt auch öfter Abgründe hinzu, das heißt, man sollte jetzt nicht so blind wie ich eben in den Abgrund springen. Aber ich kenne das Gebiet halt schon ein bisschen. So. Und jetzt zum Beispiel die Frage, wie komme ich an dem Ding ran, ohne meine ganzen Fähigkeiten kaputt zu machen? Oder sage ich mir, die paar Sekunden halte ich mal kurz aus. So, jetzt sehe ich zum Beispiel wieder gar nichts. Gucken wir mal Modell P. Ah, da ist irgendwas. Ist jetzt aber ein bisschen gefährlich, hier lang zu springen. Also da ist wieder irgendeine Geheimdiskette vermutlich. Aber ich habe jetzt nicht vor, wegen den Stacheln hier zu sterben. Deswegen lasse ich das einfach mal beiseite. Und ich kann nicht angreifen. So, und da rächt sich ein bisschen, dass ich einfach durch diese Signale gerade durchgelaufen bin. Ach, jetzt geht's doch wieder. Ah. So, und gegen die Raketen ist man hier unten ein bisschen geschützt. Allerdings sieht man auch, einige haben sogar noch extra Schüsse dran, die sie abfeuern können. Nicht sehr nett. So, und da die meisten Gegner von oben kommen, wechsle ich doch mal lieber weg. Denn Modell P ist ziemlich schlecht darin, Gegner von oben anzugreifen. Und es wird auch mal Zeit, dass wir wieder Modell ZX rausholen. Das ist eigentlich das Hauptmodell des Spiels, selbstverständlich. Oh, das habe ich jetzt viel zu selten gezeigt. Aber beim Boss verwende ich es sowieso wieder. Au. So, hier aufpassen. Jupp. Aber man merkt schon, dass das Gebiet ist schon ein bisschen an Modell P angepasst, dass hier überall diese Halbplattformen sind, an die man sich ganz gut festhalten kann. Also Halbplattformen, dass man eben von unten durchkommt. Hier im Geheimgang kann man Modell P natürlich auch wieder sehen. Jupp. Und jetzt hier. Jupp. Denn man kann ja dieses Gebiet gleich als zweites auch besuchen, wenn ich zuerst in den Vergnügungspark gehe und dann hierher, habe ich ja nur Modell P und ZX. Und deswegen wird auch nichts weiter vorausgesetzt. Aber ich besuche es gerne als letzte, weil man hier so ziemlich alle Fähigkeiten auf einmal verwenden kann, wenn man möchte. Auf die Abgründe aufpassen mit Modell H, auf das Gebiet untersuchen mit Modell L und die ganzen Kanten aufpassen, festhalten, Aktionen, Dinger mit P. Man kann die Gegner von oben abschießen mit Modell F und so weiter. Hier ist einfach so viel drin an dem Gebiet und es sieht einfach cool aus, auch wenn ich keine Ahnung habe, was das für einen Sinn macht, der Hintergrund vor allen Dingen. Weil, hä? Aber gut. Und weiter geht's nochmal ein bisschen weiter Apokalypse spielen. Und ja, wir untersuchen gerade eigentlich ein Labor. So sieht das aus, wenn man Labore untersuchen möchte. Und ja, es wird, die Dinger werden hier alle ein bisschen aggressiver. Mehr Raketen, mehr Gegner, mehr alles. So, und hier habe ich zum Beispiel wieder ein Problem, komme da nicht ordentlich rüber. Und da ich Modell P jetzt schon öfters hier gezeigt habe. Wow. So, ganz vorsichtig. Kein Problem. Und falls ich abrutsche mit Modell H, kann ich mich ja trotzdem wieder retten. So, jetzt wird es ein bisschen nicht so. Wow. Denn wir wissen ja... Oh, hier sollte ich nicht stehen bleiben. Elektrofähigkeiten. Ganz praktisch. Paralysieren, Gegner berühren, ohne Probleme. Falsche Richtung. Machen wir den mal kurz weg. So, jetzt nach rechts aber. Ja, gut. Weg damit. Ja, und den Typen da, den lasse ich einfach mal hängen. Kein Problem. Und damit sind wir auch durch. Also hier laufe ich ganz gerne durch. Macht immer Spaß mit den ganzen Explosionen und den ganzen Gegnern und einfach alles. Es ist schon ein schön herausforderndes Gebiet. Aber wie immer bleibe ich Modell H, weil ich ja den Schwachpunkt des Endgegners zeigen möchte. Und nur für alle Fälle, damit ich das Ding doch nicht zu sehr reparieren muss, obwohl ich jetzt doch mal genug Geld habe,
sicherheitshalber mache ich immer noch einen Safe State. So, und dann wollen wir mal ansehen, falls ihr noch nicht wusstet, ist ein Wort, welcher Boss hinter dieser Tür steckt. Los geht's. Das sieht nett aus. Oh. Oh. Der ist groß. Endlich kommst du. Der dumme Mega Man, der sich auf die Seite der Wächter geschlagen hat. Alle hier gefundenen Daten sind nun auf meinem internen Datenträger. Ich muss nur diesen Raum zerstören, in dem du bist. Und alle Probleme werden gelöst. Ich bin Pseudoroide Modell P, Protektos. Ich zermalme alle, die sich uns in den Weg stellen. Das klingt nicht nett. Und ja, von diesem riesigen Vieh ist nur der Bauch. In seinem Bauch ist alles abgespeichert und auch unser Modell P enthalten. Tatsächlich lassen sich die meisten Stücke von ihm, da er nun mal Protektos, das heißt der Riesenschild ist, hat er auch eine gute Panzerung, das heißt sein Rücken ist nicht angreifbar, seine Füße sind nicht angreifbar. Das heißt, es geht nur Bauch oder Kopf. Und da in seinem Bauch das unser geliebtes Biometall ist, versuche ich eher auf seinen Kopf zu zielen. Los geht's! Und nebenbei lässt er auch noch Raketen von überall fallen. Komischen, wow, Drill-Dinger. Und auf schwer sind das übrigens doppelt so viele. Ja, also auf schwer sind die Kämpfe deutlich anders strukturiert. Und jetzt aufpassen, die Rakete kommt vor ihm! Und übrigens, der Hintergrund hat er gerade mit seiner Riesenrakete zerfetzt. Also schön hinter seinen Rücken springen, dann ist man vor der Rakete ziemlich sicher. Denn er hält diese Explosion locker aus. So, immer schön von vorne. Wow, Raketen ausweichen. So, wow. So, ja, jetzt habe ich doch mal auf den Bauch geschossen, aber kann ich ja noch reparieren. Jupp. Die Bomben kommen übrigens wieder in drei Farben, horizontal, vertikal, und die grünen explodieren entweder, wenn sie angegriffen werden, nach einiger Zeit, oder wenn man drüber läuft, quasi wie Minen. Aber man hat kurz Zeit, um doch noch auszuweichen. So, das war eigentlich auch der komplette Kampf. Die Drill-Dinger können speziell auch schwer, ziemlich schwer werden. Und hier, wow. Gerade die Farben nicht aufgepasst, ob das horizontale Bombe war. Gut. Oh, und ja, von hinten kann ich ihn nicht angreifen. Und jetzt, ach, Mann. Hab nicht erwartet, dass er jetzt Dinge abballert. Ah. Nein, wie ist es dir gelungen, meine Rüstung zu zerstören? Oh. Hochmut kommt vor dem Fall. Eine starke Rüstung ist nichts im Vergleich zu Willenskraft. Es wird eine Weile dauern, bis ich das Passwort wiederherstellen kann. Das Passwort ist fertig, wenn du es brauchst. Und ja, wir können Luer wieder herausfordern. Schwester hat diesen Datenträger zurückgelassen. Vergiss bitte nicht, ihn ins Hauptquartier zurückzubringen. Ziemlich praktisch, dass der Datenträger hier diese riesige Explosion überlebt hat. Aber gut, wir haben Datenträger. Biometallbericht Klassifikation Nummer 315.000, Modell W. Entdeckt Metall mit Bewusstsein, Bio, Modell W. Die Daten scheinen zerstört zu sein, ich kann sie nicht lesen. Vielleicht gibt es beim Hauptquartier etwas, womit wir sie retten können. Schick sie uns bitte zusammen mit deinem Missionsbericht. Wird gemacht. Beziehungsweise bevor hier wieder irgendeine Zwischenszene aktiviert wird, so wie bei der Luer. Ja, was ja auch so, nach vier Bossen passiert ja immer was. Will ich mal sicher gehen, dass wir nochmal kurz zeigen, was Modell P jetzt Neues gelernt hat. Also der Standard-Spezialangriff war ja sein... dieser riesige Wurfstern. Und jetzt haben wir eine Fähigkeit von Protektos bekommen. Und was ist es? Ein uns beschützender Schild. Und ich fürchte, bei der Aufnahme blinkt das jetzt ganz wild umher. Normalerweise ist es halt ein halbdurchsichtiger Schild, der so ein bisschen um einen herum rotiert. Und der kann diese standardgelben Kugeln, die meisten Soldaten ja abfeuern, problemlos aufhalten und wird bei Feindkontakt zerstört. Aber kann so einige kleinere Projektile auch noch abhalten. Wird dabei aber vernichtet, aber hat uns zumindest vor einem Schuss gerettet. Also wir haben hier halt ein Schild. Den haben andere Fähigkeiten nicht. Wir haben hier tatsächlich mal die einzige Sache, die uns irgendwie mal beschützen kann. Das ist unsere neue Fähigkeit. Ziemlich cool, aber sieht bei der Aufnahme jetzt ziemlich
seltsam aus. Aber dafür kann ich leider jetzt nicht so viel. Und ja, wenn wir in den Transserver gehen, wird er auch aufgelöst. So, Missionsbericht, den wollen wir doch mal abgeben. Und den Datenträger, natürlich auch. Mission erfüllt, ja. Endlich haben wir alle 6 Biometallfragmente. Wir müssen uns neu formieren, zurück zum Hauptquartier. Ganz genau, da gehen wir jetzt als nächstes hin. Wir müssen ja schauen, was wir jetzt mit unseren ganzen zusammengestellten Passwörtern überhaupt anfangen. Und wie es jetzt weitergeht, wie wir weiter mit Modell W verfahren und so weiter. Darum kümmern wir uns dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, dieser kleine Ausflug in den Vergnügungspark mit apokalyptischen Ausmaßen hat euch irgendwie gefallen. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.